Hanna Corrales, 23, Studentin. Seit 3 Jahren lebt sie als Transfrau. Ich bin dafür, dass transidente Menschen ihren Namen und Personenstand ohne bürokratische und finanzielle Hürden ändern dürfen, auch schon mit 14 Jahren. Hanna wird 1998 in Buxtehude geboren. Die ersten 20 Jahre meines Lebens habe ich dann auch als Junge gelebt. Doch schon im Kindergartenalter merkte sie, dass das falsch ist. Ich wollte schon immer ein Mädchen sein, das war ganz klar. Ich wollte immer lange Haare haben, habe immer mit dem Mädchen gespielt, wollte alles das machen, was Mädchen durften, was mir dann halt aber ja, nicht erlaubt war. Und die Erzieherin kam dann auch schon auf meine Mutter zu und meinte, ja, ich glaube, ihr Sohn ist im falschen Geschlecht. Doch Hannas Mutter will das lange nicht wahrhaben. Sich als trans zu outen, das traut sich Hanna Corrales in ihrer kompletten Jugendzeit nicht. Irgendwann habe ich mich dann vehement dagegen gewehrt, meine ganze Jugend halt. Aber irgendwann reicht das auch nicht mehr aus. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, wo man sich nicht mehr aus dem Haus traut, wo man sich versteckt, weil man ja, den männlichen Körper einfach ablehnt. Und dieser Zeitpunkt ist dann gekommen und da konnte ich es nicht mehr verbergen. Mit 20 dann das Outing. Um eine Hormonbehandlung verschrieben zu bekommen, braucht Hanna allerdings einen Therapieplatz, auf den sie fast 2 Jahre warten muss. Die Infrastruktur, die ist sehr löchrig hier in Deutschland. Und das ist halt eher das Schlimme. Gar nicht mal so, dass ich in Therapie bin für 6 Monate, sondern dass man halt verzweifelt ist, gar keine Anlaufstellen hat und dass man jahrelang warten muss. Und das kann einfach nicht sein. Das wird einem sehr, sehr schwer gemacht hier in Deutschland. Hanna Corrales macht das wütend. So sehr, dass sie ihren Frust vor 1 Jahr bei Instagram rauslässt. Das Video wird mehr als 1,5 Millionen Mal geklickt. Jedes Mal, bei dem meine Fahrkarte kontrolliert wird, ich im Club bin, ich in der Uni meine Unterlagen sehe mit dem falschen Namen, ich bei meinem Arbeitgeber oder bei irgendwelchen Vorstellungsgesprächen meine ganze Vergangenheit offenlegen muss. Solche Situationen möchten wir endlich aus dem Weg gehen. Was Hanna Corrales stört? Das Transsexuellengesetz von 1981. Demnach müssen Transmenschen, die ihren Namen und ihr Geschlecht ändern wollen, ein Gerichtsverfahren durchlaufen. 2 psychologische Gutachten müssen beweisen, dass sie transgeschlechtlich sind und dass sich das wahrscheinlich nicht mehr ändert. Im Schnitt kostet dieses Verfahren 1.800 Euro. Ich möchte das auf keinen Fall machen, nach dem jetzigen transsexuellen Gesetz meinen Namen und meine Personenstand ändern, weil ich das als Art Streik sehe. Ich will mir das nicht gefallen lassen. Ich möchte keinem Gutachter erklären müssen, ob ich jemanden anal penetriere oder mich penetrieren lasse, weil es nicht zur Sache tut, ob ich eine Frau bin oder nicht. Es ist abartig und unglaublich, dass Transmenschen immer noch diese Schikane erfahren und solche bürokratischen und auch finanziellen Hürden überwinden müssen, damit sie einfach sie selber sein können. Bei einer Wahlkampf-Fernsehsendung zur Bundestagswahl konfrontiert Hanna Corrales Olaf Scholz. Wenn es um Menschenrechte geht, um eine Randgruppe und eine Minderheit, dann erwarte ich von einem Bundeskanzler, dass man ein bisschen mehr klare Kante zeigt. Letzte Woche hat der Laschet hier rumgelogen. Sie können das Ganze besser machen. Ich möchte eine Regierung bilden. Ich will der nächste Bundeskanzler werden. Und das wird ein Vorhaben sein, das ich umsetze. Aktuell plant die Bundesregierung ein komplett neues Selbstbestimmungsgesetz. Und Hanna hat konkrete Vorstellungen davon. Ein neues Gesetz sollte mir ermöglichen, dass ich mit einem einfachen Gang zum Standesamt meinen Namen und meinen Geschlechtseintrag ändern kann. Und das ohne übertriebene Kosten und ohne Gutachten. Ich möchte ja einfach nur, dass meine Identität, mit der ich im Alltag lebe, mit der ich alles mache, auch rechtlich erfasst wird, weil mir das sehr viel Sicherheit im Alltag gibt. Hanna Corrales, herzlich willkommen bei uns. Also ich habe das extra noch mal nachgeschlagen. Wenn ich jetzt meinen Vornamen amtlich ändern möchte in Serda oder in Günther oder was auch immer, dann kostet mich das maximal 255 genau. Euro, in aller Regel deutlich weniger. Wenn Sie Ihren selbstgewählten Namen Hanna amtlich eintragen lassen wollen, dann geht das in die Tausende. Genau. Und es dauert Monate. Ja. Und der Kanzler hat Ihnen versprochen, das zu ändern. Ist ja, das auch ein bisschen? Wir hoffen, dass es auch bald passiert. Ne? Aber betrachten Sie das als Ihren Erfolg jetzt, dass über ein Selbstbestimmungsgesetz verhandelt wird? Auf jeden Fall. Dass das fest im Koalitionsvertrag steht, ist für mich ein ganz, ganz großer Erfolg für die ganze Community. Wir kämpfen seit über 40 Jahren dafür, dass dieses veraltete und diskriminierende, auch teils rassistische Gesetz endlich abgeschafft wird. Und Teile davon wurden ja schon abgeschafft. Genau. Und bisher verweigern Sie sich diesem teuren und aufreibenden Gerichtsverfahren. Das heißt, in Ihrem Pass steht noch der Name, mit dem
dem sie zur Welt kommt. Genau, und männlich. Genau, männlich. Der männliche Eintrag, das ist sozusagen der Personenstand, der geändert wird. Genau. Wann hat Ihnen das zuletzt echte Schwierigkeiten bereitet? Es tut es jeden Tag. Gestern, als ich im Hotel eingecheckt bin, zum Beispiel auch, da war der Rezeptionist auf jeden Fall verwirrt, als ich da stand. Und es passiert wirklich bei allen möglichen Dingen. Jeden Vertrag, den ich abschließe, jeden Tag, in dem ich in der Uni bin, alles, was ich tue, wird natürlich, da trägt meine Identität maßgeblich zu bei. Aber wenn das nicht kongruent ist mit dem, mit meinem Erscheinungsbild, dann macht mir das natürlich Probleme. Und das was sind das für Probleme? Also welche Form von Unverständnis schlägt Ihnen da entgegen? Was passiert denn? Wenn zum Beispiel mir die Polizei mich anhält beispielsweise und dann erstmal 5 Minuten diskutiert und dann an der Wache anrufen muss. Wenn ich zum Beispiel mich bewerben möchte und mein Arbeitgeber das erstmal nicht versteht, dann muss ich mich jedes Mal outen. Und das ist natürlich auch in gewissermaßen beschneidet das meine Sicherheit, weil ich mich jeden Tag öffentlich outen muss und dass alle Menschen das natürlich auch wissen, dass ich dann transsexuell bin. Und das muss einfach nicht sein. Ich möchte einfach ganz normal, ohne dass jeden Tag wieder diese alte Wunde aufgekratzt wird, einfach mein Leben als Hannah fortführen. Und so schwer kann das ja nicht sein, oder? Ja, und trotzdem müssen wir, das ist ja auch vielen zugestanden, ein bisschen hinterherkommen. Das ist ein Thema, das jetzt, Gottlob, auch öffentlich diskutiert wird, aber viele vor Herausforderungen stellt. Serdar, wir haben vor der Sendung auch schon mit euch über die Themen gesprochen und du hattest so sinngemäß gesagt, naja, wir reden da über eine verschwindend geringe Minderheit, die einer großen Mehrheit ihren Willen aufzwingen will. Das heißt ja weitergedacht, also die sollen sich jetzt mal nicht so haben mit den Schwierigkeiten, die transidenten Menschen, also wir können ja nicht auf jeden achten. Also erstmal gut, dass du deinen Namen ändern willst. In Serdar, weil es war nur theoretisch. Ich bin mittlerweile so oft hier, dass es dann zu Stern-TV auch besser passen würde. Aber das andere ist, ich habe nicht verstanden, was an dem Gesetz rassistisch ist. Das würde ich gerne mal fragen. Achso, damals durften beispielsweise nur Menschen, die eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, den Personenstand ändern. Beispielsweise, wenn ich aus Syrien komme und es in meinem Land keine entsprechende Gesetzesgebung gibt, dann durfte ich es nicht machen. Okay. Nein, ich glaube nicht, dass es so einfach ist, wie du das gerade wiedergegeben hast. Also ich glaube, erstmal geht es da um ganz unterschiedliche Schicksale. Dein Schicksal ist nicht identisch mit dem Schicksal der, ich glaube, 30.000 Transmenschen gibt es gerade in Deutschland. Und da ist jeder für sich eine eigene Geschichte. Ich sehe das ambivalent. Also auf der einen Seite verstehe ich nicht, warum das so viel Geld kosten muss. Also da gebe ich dir recht, es sollte eigentlich eine Krankenkassenleistung sein. Und zum anderen verstehe ich aber auch, dass es nicht zu niedrigschwellig sein darf, weil wir sprachen ja auch über Minderjährige, weil ich glaube, dass eine so schwerwiegende Entscheidung, bei der man nicht weiß, welche Ursache sie hat, ist es eine Persönlichkeitsstörung oder ist es einfach nur eine Identifikation oder was auch immer, dass man die nicht zu leicht machen muss. Und deswegen glaube ich schon, dass es eine Prüfung geben sollte, aber wie diese Prüfung auszusehen hat, das sollte man gemeinsam absprechen und dabei vor allen Dingen auch die Würde der Menschen wahren, die ja ein gravierendes Problem haben. Also das ist ja nicht Problem ist ja aber wirklich, dass man muss, das muss man ganz klar sagen, es geht hier um einen Namen und ein Dokument. Es geht hier nicht um Operationen. Genau. Kinder, die beispielsweise Geschlecht ändern möchten durch operative Eingriffe, da gibt es 21 im Jahr 2020, das waren 15- bis 20-Jährige unter anderem, gab es 21 Operationen. Das ist ein schwindend geringer Prozentanteil. Und die haben alle natürlich jahrelang Therapie gemacht. Und es geht hier um ein Papier. Es geht also nur um den Namen, genau. Es geht um einen Verwaltungsakt. Es geht um den Reisepass, das Personalausweis, genau. Ja. Und man muss sich vorstellen, am 25. März ist die 15-jährige Jessica von ihren Transfrau, von ihren Klassenkameraden, kaputtgeschlagen worden. Am nächsten Tag wurde sie Gott sei Dank von einem Fußgänger gefunden, sonst wäre sie nämlich verstorben. Wenn man Kinder schützen möchte, dann dürfen sie nicht jeden Tag in der Schule mit dem falschen Namen retraumatisiert werden und gemobbt werden. Aber dann ist ja nur und das ist ein Signal auch von diesem Land, dass wir das dementsprechend ändern und uns für voll nehmen. Denn ich habe ein Recht auf Unversehrtheit, auf Selbstbestimmung, auf meine Persönlichkeitsentwicklung und die sich hier in jedem Fall beschnitten. Aber bist du jetzt sauer auf mich? Nein, aber das ist der Wut. Der Gesetzgeber. Wenn ich 23 Jahre jeden Tag mir auf der Straße 10-mal anhören muss, dass man mich zusammenschlagen möchte, wenn ich dieses Schicksal trage, dann muss man das auch irgendwann äußern und das tue ich. Also natürlich seit einem Jahr in jeder Talkshow, aber das Schicksal lebe ich aus. Lass uns gemeinsam reden und ich bin ja nicht stellvertretend. Nein, aber das ist die Wut und ich möchte mich ja auch gar nicht hier Ton policen lassen und dass ich leiser bin. Das ist die Wut von uns Transmenschen und die gebe ich hier natürlich auch die Plattform. Okay.